Hallo Freunde, willkommen zum neuen Video. Heute will ich euch mal eine Sache vorstellen, an der ich die letzten 3-4 Stunden so gearbeitet habe, die ich eigentlich ganz lustig finde. Und zwar Spezialbögen in Malina Minecraft für die Minecraft 1.12. Zuerst werde ich euch zeigen, was die Bögen können, und dann werde ich euch zeigen, wie ihr diese Map hier downloaden könnt. Oder wie ihr das ganz einfach in eure eigene Map einfügen könnt. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Das bleibt bis zum Ende dran. So, der erste Bogen ist der Teleportbogen. Der kann eigentlich nur, was der Name schon sagt, nämlich je nachdem, wo wir ihn hinschießen, dorthin teleportiert er uns. Ja. Der zweite Bogen ist der TNT-Bogen. Dafür haben wir hier solche TNT-Blöcke, und jedes Mal, wenn wir die mit einem TNT-Bogen abschießen, werden sie für 3 Sekunden quasi entfernt. Lässt sich gut mit dem Teleportbogen kombinieren. Der nächste Bogen ist der Entity-Bogen. Er schafft, wo wir ihn hinschießen, einen Block über sich ein Entity, also ein Armor Stand, und mit dem können wir, was ich hier im Beispiel gemacht habe, Druckplatten auslösen, um zum Beispiel irgendwelche Redzone-Schaltungen auszulösen. Mit dieser Mechanik kann man noch viel, viel mehr machen. Das hier ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ja, manchmal backt dieser Teleportbogen auch rum. Aber das hält sich echt in Grenzen, weil ich da einige Sachen eingefügt habe, dass das nicht so oft passiert. Und wenn ja, dann ist es meistens einfach zu beheben, indem man einfach nochmal gegen den Block schießt oder so. Der vorletzte Bogen ist der Eisbogen. Dafür haben wir hier spezielle Eiswasserblöcke. Also das geht nicht in jedem Wasser, dafür brauchen wir diese speziellen Blöcke hier. Und wo wir reinschießen, wird in einem kleinen Radius aus diesem Wasser quasi Eis. Ist auch der schwierigste Bogen von allen. Um den zu beherrschen, muss man ein bisschen üben. Der letzte Bogen ist der Ride-Bogen. Der funktioniert ähnlich wie der Teleport-Bogen. Mit dem Unterschied, dass wir quasi direkt auf ihm reiten. Sprich, also dass wir live dort immer sind, wo der Bogen sich auch befindet. Nun werde ich euch zeigen, wie ihr das Ganze in eure eigene Welt bringt und wie das Ganze als Setup funktioniert. So, dafür mal kurz in den Fenstermodus. Und zwar, ihr werdet 2 Download-Links finden. Der erste wird einfach diesen Ordner hier beinhalten. Und zwar, das ist einfach diese Map hier. Das könnt ihr einfach in euren Saves-Ordner ziehen und das Ganze so benutzen, wie ihr wollt. Der zweite wird nur diesen Ordner beinhalten. Wie ihr das jetzt in eine neue Welt installiert, werde ich euch kurz demonstrieren. Dafür erstellen wir hier einfach eine neue Welt. Die nennen wir jetzt einfach mal, ja, keine Ahnung, Video. So, wir haben das Ganze jetzt erstellt und wir haben da hinten auch direkt ein Villager-Dorf bekommen. Gerade sind die Villager alle Zombies und haben diese Kürbisse auf dem Kopf, weil ja gerade Halloween ist. Aber okay, das soll heute ja nicht das Thema sein. Wie installieren wir das Ganze nun also in dieser Welt? Es geht sehr einfach. Nimm einfach diesen Ordner, den ihr gedownloadet habt, dann drückt ihr die Windows-Taste und R, dann %appdata%, geht in den .minecraft-Ordner, geht in den Saves-Ordner, sucht hier eure Welt, die ihr erstellt habt, den Data-Ordner, den Functions-Ordner und fügt das Ganze hier einfach ein. Damit seid ihr außerhalb von Minecraft schon fertig. Jetzt geben wir hier noch ein /reload/function.bow:setup und /game_rule/game_loop_function.bow:main.
dann seid ihr schon fertig. Um jetzt eure eigenen Sachen zu bauen, geht ihr hier einfach in Decoration Blocks und sucht euch irgendeinen Kopf. Verlasst das Inventar und droppt das hier, indem ihr jetzt Q drückt, das ist ganz wichtig. Jetzt habt ihr hier so eine Art Menü. Könnt ihr hier erstmal den Display, so ein Display-Dings erschaffen. Die TNT-Blöcke. Und die Eisdinger. Dann sehen wir hier oben links im Inventar haben wir noch zwei weitere Auswahlmöglichkeiten. Da haben wir einmal die Pfeile und einmal die Bögen. Zu den Pfeilen kommen wir später. Erstmal nehmen wir hier die Bögen. Und das ist ganz einfach. Da sehen wir hier einfach hier die verschiedenen Bögen. Die könnt ihr jetzt hier zum Beispiel einfach nehmen. Und in eine Kiste reintun. Und dann könnt ihr die hier einfach benutzen. Und wie wir sehen hier, die funktionieren auch alle. Wie ihr euch diese Bögen per Command holt, das zeige ich euch jetzt. Dazu lasse ich euch einfach mal einen Command in der Beschreibung. Das ist dieser hier. Hier können wir auch einfach eingeben, @p, wenn ihr es in den Command-Block schreiben wollt. Ich glaube, das machen wir auch am besten mal. So, und dann haben wir hier diesen Command. Erstmal, was ganz wichtig ist, diese Zahl hier, diese zweite Zahl, die sagt aus quasi, was wir für einen Bogen aus diesem Command erhalten. Wenn dort eine 1 steht, ist das Ganze ein Teleportbogen. Das zeige ich euch danach. Wenn dort eine 2 steht, dann ist das Ganze der TNT-Bogen. Mit einer 3 ist das Ganze der Entity-Bogen. Mit einer 4... Na super. Mit einer 4 der Eisbogen. Und mit einer 5 ist das Ganze dann der Reitebogen. Die funktionieren auch alle so. Kann ich euch zeigen. Der Entity-Bogen, der Eisbogen wird jetzt ein bisschen schwierig. Und der Reitebogen. Reiten wir einfach mal dorthin. So. Wenn ihr diese Bögen jetzt noch benennen wollt, dann könnt ihr hier hinten einfach weitere Attribute dranhängen. Das wird einfach der zweite Command sein in der Beschreibung. Einfach was wichtig ist, hier steht die bestimmte Zahl und das Unbreakable. Den Rest könnt ihr variieren, wie ihr wollt. Zum Beispiel könnt ihr hier hinschreiben Display und dann Name und dann schreibt ihr in Anführungsstrichen, wie das Ding heißen soll. Also Teleportation zum Beispiel. Dann heißt der Teleportbogen jetzt Teleportation. Ihr könnt ihn aber nennen, wie ihr wollt. Dann könnt ihr noch hinschreiben Lore Doppelpunkt. Dann müsst ihr einmal hier eckige Klammern auf und zu machen. Dann könnt ihr hier wieder in Anführungsstrichen schreiben, zum Beispiel teleportiert dich. Und wenn ihr eine neue Zeile hinzufügen wollt, dann schreibt ihr einfach hinter die Anführungsstriche ein Komma und nochmal Anführungsstriche. Zum Beispiel dort, wo du ihn hinschießt. So, wenn wir das Ganze jetzt drücken, dann heißt der Bogen Teleportation und dann steht teleportiert dich dort, wo du ihn hinschießt. Funktioniert immer noch, denn das ändert an der Funktionsweise nichts. Wir können da im Prinzip auch so viele Beschreibungen hinzufügen, wie wir möchten. So. Da haben wir hier jetzt quasi diesen Teleportationsbogen, wo ganz viele Zeilen voller Beschreibungen sind. Und ja, genau, das wird einfach der zweite Command und der dritte Command in der Beschreibung sein. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch die Dinger manuell geben könnt. Und ja, kommen wir jetzt aber mal zu den Pfeilen. Das Ganze ist jetzt ein bisschen ausführlicher, aber ich denke, länger als 2 Minuten wird das im Video dann auch nicht dauern. Wir sehen hier Pfeil nach links, Pfeil nach rechts, Pfeil nach links 2, Pfeil nach rechts 2. Das Ganze macht erstmal folgendes: einmal Pfeile, die sich nach links und rechts bewegen. Und das ist dann halt einmal ein Pfeil nach links und ein Pfeil nach rechts.
Die bewegen sich allerdings noch nicht so, wie wir das wollen. Haben wir hier Pfeil nach links 2 und Pfeil nach rechts 2. Die bewegen sich schon eher so, wie wir das haben wollen, wenn wir die jetzt hier einzeln mal hinplatzieren und dort jetzt quasi in der Mitte irgendwas ist, wo das hinzeigen soll. Ja, so wollen wir das schon eher haben. Dann haben wir jetzt hier Pfeil RL drehen 1. Das heißt im Prinzip im System so, was das macht ist, wir können hier die 4 verschiedenen Richtungen einstellen für die Pfeile. So, also Richtung 1, Richtung 2, Richtung 3 und Richtung 4. Und jetzt haben wir quasi so auch den Pfeil, der auch nach dort sich quasi hin und her bewegt, so in dieser Richtung und auch das Ganze richtig anzeigt. Das Ganze können wir hierfür natürlich auch machen. Oder wir nehmen dafür Richtung 1 und dann können wir das von der anderen Seite sehen. So könnt ihr im Endeffekt die Pfeile für euch, so wie ihr sie für eure Map braucht, optimieren. So. Dann gibt es in der Pfeileauswahl und auch im normalen Menü das Remove Special Block Item. Damit können wir diese ganzen Special Blocks einfach wieder quasi beseitigen. Das Ganze funktioniert hier mit allen. So. Die Schwierigkeiten dabei. Da muss ich jetzt mal kurz noch. So. Schwierigkeiten dabei. Einfach diese Blöcke da. Müsst ihr das einfach an die Blöcke einfach einmal dran platzieren und dann die Blöcke noch manuell abbauen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn das nicht funktioniert, einfach nochmal daneben das Spawn-Eck setzen. Bei diesen Eis- bzw. Wasser-Spezialblöcken müsst ihr einfach darüber das Wasser eine Schicht Blöcke setzen und dann auf diese Schicht Blöcke das Ganze hier platzieren. Und dann ist das Wasser normales Wasser und kann einfach beseitigt werden. So, jetzt habe ich euch gezeigt, wie ihr das Ganze auch in eure Welt einfach importieren könnt. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Technik dahinter funktioniert, dann stürmt das jetzt oben rechts in der Ecke ab. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Nächstes Video wird wahrscheinlich wieder Vanilla Kuske. Bis zum nächsten Mal und ciao. Freunde, nochmal eine ganz kurze Anmerkung. Die Bögen haben jetzt auch Texturen, das zeige ich euch einfach mal ganz kurz. Hier könnt ihr sehen, ich habe den Bögen jetzt Texturen gegeben. Mit je nachdem halt den Bögen entsprechende Texturen halt, die dazu passen. Wenn ihr die Map downloadet, diese hier, dann braucht ihr das Texture Pack, das habe ich jetzt auch in der Beschreibung verlinkt, beziehungsweise das Resource Pack. Braucht ihr dann nicht nochmal extra zu downloaden, das habe ich hier einfach in die Map eingebaut. Wenn ihr allerdings nur quasi die Funktionen runterladen wollt oder runterladet, um das Ganze in eure eigene Map oder eure eigene Welt einzubauen, dann braucht ihr das Texture Pack extra dazu, falls ihr diese Texturen wollt. Falls nicht, dann könnt ihr es natürlich auch einfach lassen.